It's caught in the crossfire. Moin Leute, hier zurück bei Destiny mit dem Xur-Tag am 14.04.2017. Hängt hier im Riff rum. Eben hatte ich Disconnect mit dem Fehler Beetle, jetzt gehen wir da direkt hin. Ich glaube, da war das hier gerade so ein bisschen überlastet oder so, keine Ahnung. So, jetzt stehen sie hier auch alle. So, Xur, zeig mal, was du dabei hast. So, da haben wir als erstes hier einmal das Vermächtnisengramm und zwar für Spezialwaffen, kostet 31 Setzer Münzen. Dann haben wir hier ACD 0 Rückkopplungshindernis, Panzerhandschuhe für den Titan, das Aktivkontakt-Verteidigungssystem benutzt Material der Hülle eines Kriegssatelliten, um Ladung zum Gegenschlag zu speichern. Leider ohne Vorschau. Dann haben wir hier einmal Zornleiter, erlittener Schaden von Nahkampfangriffen, verursacht Schaden im Bereich um dich herum. Dann haben wir hier Disziplin und Stärke erhöhen. Dann haben wir hier einmal Regenprasseln, erhöht das Nahkampfangriffstempo. Hier Einschlaginduktion, Bonusgranatenergie bei Nahkampftreffern. Dann Scout-Gewehr-Nachlader, erhöht das Nachladetempo von Scout-Gewehren. Dann hier Raketenwerfer-Nachlader, erhöht das Nachladetempo von Raketenwerfern. Eigentlich gute Perks, wem das fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Wie gesagt, ist alles im Jahr 3, dementsprechend dann mitnehmen. So, dann haben wir einmal Beinschutz, Knochen von Eo für den Jäger. Bietet der Auslöschung die Stirn, sogar mit Vorschau diesmal vogelfrei. Verbessert deinen Doppelsprung mit einem zusätzlichen Sprung. Hier haben wir Intellekt und Disziplin erhöhen. Dann haben wir hier Scharfschützengewehrmunition, dann haben wir hier Maschinengewehrmunition und dann haben wir hier noch leere Doppelkill, erhöhte Agilität 50 Sekunden nach einem leere Doppelkill. So sehen sie aus. Nichts Besonderes, knochig halt wie immer. Heißen auch Knochen von EO dementsprechend Standard. So, hier für den Warlock, Herz des praxianischen Feuers, Brustschutz. In diesem letzten Augenblick leuchtete sie so hell wie die Sonne und ich wünschte, ich wäre auch so tapfer. Ja. Wieder ohne Vorschau leider. Ode an die Sonne, nach noch geringere Abklingzeit aller Fähigkeiten, wenn Erleuchten aktiv ist. Agilität ist stark erhöht. Dann haben wir hier Intellekt und Disziplin erhöhen. Dann haben wir hier Handfeuerwaffenmunition, hier Schrotflintenmunition. Dann haben wir hier leere Entflammen, Verteidigung, reduziert eingehen, leere Entflammschaden. Hier noch Solarrüstung, versteckte Rüstung, wenn du einen solarbesiegten Fokus benutzt. Ja, dann hier als Waffe, hartes Licht, Automatikgewehr. Sinnballistisches Angriffsgerät aus ionisiertem Polymer. Die Tödlichkeit dieses Systems ist in den meisten taktischen Räumen dynamisch robust. Aha. Ja, kinetischer Schaden. Dann haben wir hier verbesserte Ballistik, dann einmal Nahkampfballistik und aggressive Ballistik. Dann haben wir hier flüchtiges Licht. Geschosse aus dieser Waffe haben einen Schadensabfall, durchdringen Ziele und prallen von harten Oberflächen ab. Dann haben wir hier fixer Zug. Diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden. Dann haben wir angepasster Schaft, erhöht die Waffenstabilität. Hier haben wir noch halbvolles Glas, die zweite Hälfte des Magazins verursacht erhöhten Schaden. Und hier noch Sprühen und Spielen, erhöht die Nachladegeschwindigkeit, wenn das Magazin leer ist. Also auf jeden Fall mitnehmen die Waffe. Die wird im Moment recht stark im Eisenbahner gespielt, deswegen nehmt ihr mit und testet die mal im Eisenbahner aus. So, hier unten haben wir die Waffenpakete. Dieses Mal haben wir das letzte Wort und Anhang. Also gibt die Waffe das letzte Wort und dazu das Ornament Anhang. Kostet aber seltsame Münzen 30 und Silberstoff 25, also nicht so günstig. Als zweites haben wir hier Roter Tod und dazu das Ornament Weiße Hexe. Kostet hier auch 30 seltsame Münzen und 25 Silberstaub, also nicht gerade günstig. Unten Raritäten, Plasmaantrieb, Smarkschmule, dann hier einmal schwere Munitionssynthese. Eine Münze gibt es drei Münzen gibt es 10 Synthesen. Hier einmal noch drei der Münzen, dann Glasnadeln. Materialtausch, einmal hier exotisches Rohstück und Lichtpartikel. Ja, das war so heute. Wie gesagt, kleinere Infos noch in der Beschreibung und sonst zockt Eisenbanner und legt Oryx. Viel Spaß dabei. Ich muss jetzt leider zur Arbeit. Bis dann. Tschüss.